And so he got upset and he said that he would take one and he'd challenge me to one and that he would beat me. Maybe he would, maybe he wouldn't. But what I said is, okay, well, if that's the case, then get on a debate stage and let's go. Bring it, Donald. Show me what you got. Heißt Donald Trumps neuer Amtsgegner Nikki Haley? Ihr habt den Clip gerade gesehen. Es könnte sein, dass diese Frau diesem Mann noch vieles entlocken könnte, worüber seine Partei sich in ein paar Monaten sehr ärgern dürfte. Hey, mein Name ist Melvin, ich bin 18 Jahre alt und ich interessiere mich wahnsinnig für Politik und deswegen ist auch dieses Video entstanden. Also, let's go! Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Nikki Haley hat die Vorwahl in New Hampshire verloren, aber Donald Trump hatte nur 11% mehr, was viele überrascht hat, denn viele dachten, der gewinnt diesen Staat und hat doppelt so viele Prozente am Ende wie sie und zeigt damit, er ist der Kandidat der Republikaner. Aber seitdem ist viel passiert und es ist viel passiert zu Ungunsten Donald Trumps. Denn falls wer amerikanisches Fernsehen und auch die Politik ein bisschen mehr verfolgt, Nikki Haley scheint gerade die Kandidatin zu sein und auch die Frau zu sein, bei der Donald Trump nicht weiß, was er sagen soll, was er gegen sie verwenden soll. Denn jedes Argument, was er verwendet, scheint sich gegen ihn zu wenden. Und Nikki Haley hat das auch ganz gut formuliert. Im aktuellen Wahlkampf ist Donald Trump sein größter Feind. Und damit hat sie vermutlich recht. Denn das Argument, was er verwendet hat, naja, sie ist nur eine Frau und kann eigentlich nicht viel, das hat sie zurückgeschlagen. So viele Menschen haben gesagt, ey, was, warum sagst du das? Und vor allem muss er sich bewusst sein, dieses Argument hilft Joe Biden zu sagen, ey, der Mensch da, der nimmt euch nicht ernst und der möchte nichts für Frauenrechte. Donald Trump ist zum Beispiel auch stolz darauf, dass das Urteil da in den USA, dass die Abtreibung nicht mehr legal ist, das hat er als Gewinn bezeichnet und er hat auch gesagt, ich habe hier die Frauenrechte in den letzten 50 Jahren am meisten wieder auf ein Level gebracht, was besser für die Männer ist. Und das ist natürlich ganz kurz, ich persönlich würde sagen, das ist nicht klug in einem Wahljahr, wo man darauf angewiesen ist, auch dass eine Mehrheit der Frauen für dich stimmt. Und du bist ein 80 Jahre alter Mann, das heißt, du musst sehr, sehr viel werben, dass diese Menschen dich wählen. Und das spielt Nikki Haley natürlich in die Hände. Denn sie kann jetzt darauf rumreiten. Sie kann auch sagen, hey, dieser Mann, er weiß gar nicht, dass ich am 6. Januar gar nicht auf dem Capitol Hill war, sondern ganz woanders, weil er mich mit Nancy Pelosi verwechselt, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Und sie kann auch sagen, der hat gar keine Ahnung mehr, worum es geht. Er denkt, wir leben in einer Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wovon Nikki Haley auch noch profitiert, ist, Donald Trump hat gesagt, 2 Tage nach der New Hampshire-Wahl, als er gesehen hat, dass sehr, sehr viele Menschen für Nikki Haley gespendet haben. Insgesamt vermutlich 200.000 Menschen haben 1 Million Euro der Nikki Haley-Kampagne haben dort gespendet für sie. Und Donald Trump hat dann gesagt, in einem Social-Media-Post auf der Plattform X sowie auf Truth Social, jeder, der jetzt noch für Nikki Haley spendet, der wird vom MAGA-Camp, also Make America Great Again, verbannt. Nikki Haley hat schon jetzt mehr als 5 Millionen US-Dollar an Wahlkampffinanzierung von Bürgern erhalten. Und das Ding ist, sie hat jetzt gerade Donald Trump sogar überholt für die Spenden für den Wahlkampf und auch in ihrer Wahlkampffinanzierung. Und das dürfte doch bei einigen Fragen auslösen. Warum ist diese Frau so erfolgreich? Denn anscheinend dreht sie bei Donald Trump die richtigen Schrauben, dass er richtig aggressiv wird. Und wir wissen, Aggressivität und Emotionalität sind überhaupt nicht gut im Wahlkampf und generell im Umgang mit anderen Menschen, weil man damit seine eigenen Schwächen aufzeigt. Und das scheint sie gerade bei Donald Trump super gut hinzubekommen und auch allen aufzuzeigen, ey, der ist so von Emotionen gesteuert, der kann gar nicht anders, als sich so zu äußern und der soll der Präsident der USA werden. Und damit scheint sie auch mehr Menschen zu überzeugen, denn in ihrem eigenen Staat South Carolina steht Donald Trump bei 58% Umfragen, Nikki Haley bei 31% und 11% der Befragten bei der letzten Umfrage haben sich noch nicht entschieden. Damit steht fest, Nikki Haley hat 10% mehr als Anfang Januar. 31% ist nicht viel. Aber der Wahlkampf geht bis zum 23. Februar. Und damit ist noch relativ viel Zeit für sie aufzuholen. Und in dem Maße, wie Donald Trump gerade emotional reagiert und alles versucht, sie zu diffamieren, kann das sein, dass es ihr hilft, am Ende ihren eigenen Staat, wo sie Gouverneurin war, zu gewinnen.
und damit zu zeigen, hey, Donald Trump kann man schlagen. Und vor allem, ich als Frau kann ihn schlagen und wäre damit die Erste bei den Republikanern. Und damit macht sie sich zur Angstgegnerin Nummer 1 für Donald Trump, weil er sprichwörtlich keinen Plan hat, was er gegen sie tun soll. Danke, dass du dieses Video dir angeschaut hast. Ich würde mich über ein Like und einen Kommentar sehr freuen oder dass du einfach gleich dem Kanal folgst.